Hi. Da bist du ja wieder. Hi. Wer bist du? Guten Tag, Mist, Publikum. Früher war das anders. Tausende waren es und alle haben sie getobt. Alles klar, du bist also sehr enttäuscht von deinem Publikum. Okay, das ist ja du gut. Du bist dran. Ja. Hier. Würstchen, du bist dran. Was haben wir da? Oh, 5 Slitos, geile Sache. So, was haben wir denn hier noch? Da haben wir so ein paar Räder. Was macht ihr? Du machst nix. Was machst du? Ah, guck mal. Du drehst hier ein bisschen. Kann ich dich weiter drehen? Nö, dann macht's wieder zu. Dann machen wir wieder auf. Ich vermute mal, ich muss da oben irgendwie rein. Was mache ich hier? Ah, guck mal, da mache ich es noch weiter auf. Und ich vermute mal, mit dem letzten mache ich es dann ganz auf, oder? Jawohl, jawohl. So, wie komme ich da oben hin? Alles klar. Lass mal schauen. Jetzt hey hopp. Hey hopp. Ich vermute mal, die Säulen kann man schieben, ne? So, ja, genau. Guck mal an. Da holt er sich noch einen Bruch, der Burschi. So. Okay. Warte mal. Müssen wir die andere erst wegschieben? Ich muss nur gucken, wie komme ich dann. Nicht nach hinten schieben. Hier wegschieben. So, genau. Pass mal auf. Also, wir schieben jetzt die dicke Säule schiebt man jetzt direkt hier drunter. So hier. Zack. Ne? So. Kann ich hier auf die hintere Kiste drauf? Warte mal, sportlich und hüpfen. Hey, hopp. Okay, hier passiert nichts. Ich guck mal. Kann ich von der Kiste aus hüpfen? So, hey, hopp. Ich vermute mal, hier kommt man hoch. Genau. Und hey, hopp. Ja, da sind wir oben. Und hey, hopp, reicht das? Gerade so. Okay. Hallo, Luftschacht. Und dann. What the fuck, what the fuck? Entschuldigung. Um Gottes Willen. Komm hier aufs Maul, aufs Maul. Komm her. So, hier, komm, ordentlich auf die Goschen. Dein blonder Kumpel bleibt da schön stehen. So, du kriegst jetzt. Ja, komm. Nein. Okay, hier, Ball. Mit dem Ball direkt ins Gesicht und noch ein, bis dir die Sterne ausgehen. Jawoll, und da haben wir einen Schlüssel. So, und nu? Jetzt stehen wir hier. Kann ich hier irgendwas machen? So Chefsessel-mäßig? Haben wir hier nochmal komische Kunst? Die Twinsen mal wieder nicht versteht. Haben wir da noch was? Hallö. Haben wir hier noch einen Pinguin? Lass mal schauen. Huch. Jo, 10. Was waren das? Slitos, ne? Okay. Okay, alles klar. Warte mal. Aber wir können das mal hier machen wie in einem Geheimagentenfilm, ne? So, warte mal. Jetzt drehen wir uns hier mal um. Jetzt gehen wir hier in die Ecke. So, jetzt machen wir hier auf vorsichtig. Da drücke ich mal F8 und jetzt verstecken wir uns. Mal schauen, ob das funktioniert. Nichts passiert. Okay, alles klar, nichts passiert. Schade, ich hatte gehofft, hier passiert irgendwas. Ah, dann schauen wir jetzt nochmal raus. Gut. So, der Ding ist weg. Alles klar. Also die Frage, kommen wir da theoretisch wieder rein oder nicht? Oder müssen wir da wieder außen rumlaufen? Nö, kommen wir nicht rein. Aber wir haben doch die... Warte mal, heißt es jetzt Bravo? Ah ja, hier, da ist Wursteline draußen, ne? Ja, hier, Wurstelinchen. Können Hallo? Sie mich auf das Eiland CX bringen? Nein, danke. Fragen Sie jemand anderen. Der Ort ist gefährlich, darüber will heutzutage keiner mehr sprechen. Alles klar, das hatten wir schon hier. Hier, Hüfte schwingen. Hallöchen, und wer bist du? Können Sie mich auf das Eiland CX bringen? Sie sehen doch, dass ich beschäftigt bin, oder? Alles klar, das bringt mir gar nichts.
Wie viel Geld habe ich denn jetzt? 24 Slitos. Wir sind ja fast nicht wirklich reich, nein. So, hier ist so ein Automat. Ich weiß nicht, ob mir das was bringt. Okay, das kostet mich 1 Slito. Bravo! Bravo! Nichts gewonnen. Ja, schlecht war's. Gut, okay, hier haben wir also festgestellt, dass wir nichts haben. Aber wir wissen, dass hier... dass da irgendwo ein Casino ist, ne? So. Hi, kann ich mit dir reden oder haust du mir auf die Gosch? Guten Tag. Als Tourist müssen Sie unbedingt zum Klum-Casino gehen. Sagen Sie ruhig, ich hätte Sie geschickt. Alles klar, alles klar. So, was bist du für ein Nilpferd mit Heiligenschein? Keine Ahnung, sieht man nicht so gut. Dark Monk wieder auferstanden. Kommen Sie zur nächsten Feier. Dort wird er den Fluch aufheben, der auf Zelig lastet und unsere Planeten sein ursprüngliches paradiesisches Antlitz zurückgeben. Alles klar, die haben einen Gott, der hier alles wieder in Paradies verwandelt. So, warte mal, jetzt haben wir Sportmodus, jetzt machen wir das Ganze etwas schneller. Wobei, wir müssen mal erstmal aufpassen, nicht, dass hier irgendeiner steht, der mir jetzt auf die Goschen haut. Ne? Ne, so. Ne, schaut aber gut aus. Da schaut auch noch Polizei aus, aber die scheinen normal drauf zu sein. Ich rede jetzt mal mit dem. Außer der schickt mich jetzt dann auch ins Casino. Wäre ja genial, hier so eine Casino-Stadt. Wir sind im Las Vegas von Graue Suppe. Hi. Hallo, red mit mir. Guten Tag. Fahren Sie weiter, fahren Sie weiter. Sie können hier nicht in der Mitte stehen bleiben. Das stört die Fußgänger. Fahren Sie weiter. Fahren Sie weiter. So, da geht's eine Brücke rüber und hier haben wir auch noch was. Was haben wir hier? Hi. So. Hallo, wer bist du? Guten Tag. Sie kommen derzeit nicht in die Oberstadt. Die Aufzüge stehen still. Alles klar, ich komme nicht hoch. Verstanden. So, ja, gut. Die Aufzüge sind kaputt. Schauen wir hier. Mono! Ja, haben wir wieder was, ein bisschen was verbraucht gehabt, wo wir die Schläger gerade zusammengehauen haben. Aber wurscht, kriegen wir hin. Dann gehen wir jetzt hier mal auf die andere Seite der Brücke. So, oder der. Hallihallo, Hallöchen. Was haben wir denn hier? Ach, guck mal hier. Tankstelle. Hi, kriege ich hier gar so Game? Hallo Meister aller Klassen. Du schaust doch so aus. Huch! Haha, guck mal, da ist ein Ölfleck. Oh, verdünk. Und nochmal drüber. Ui! Hi. Ich hätte gern Gasogem. Ich möchte gerne etwas Gasogem kaufen. Tut mir schrecklich leid, ich habe keins mehr. Ich warte auf den Tanker, der von der Insel der Bifiden kommen soll. Gasogem wird dort in der Raffinerie aus Edelsteinen gewonnen, die aus dem Gebiet unter der Gaswolke stammen. Alles klar, Manno, warum kann es denn nicht auch mal einfach sein? Sieht hier nach Waschanlage aus. Blöd ist nur, wir haben kein Auto da, ne? Kann ich das hier haben? Nein? Gut, dann halt nicht. Was haben wir hier? Haben wir auch nichts. Out of order wahrscheinlich. Mann, Mann, Mann. Guten Tag. Guten Tag. Wer bist du? Guten Tag. Kommen Sie. Versuchen Sie Ihr Glück in unserem Casino. Die besten Glücksspiele aller Zeiten erwarten Sie. Wenn Sie sich besonders fit fühlen, können Sie sogar versuchen, unseren Super-Jackpot zu knacken. Alles klar, der Super-Jackpot. Das hieß, dann gibt's eine Überraschung. Ruscheln wir erst nochmal im Müll. Hoppala! What the fuck? Scheiß Mülleimer! Du, boah. So, alles klar. Der Eintritt ins Casino kostet 5 Slitos. Möchten Sie hineingehen? Ja, ist in Ordnung. Hier kriege ich Geld. Einverstanden. So, hi. Guten Tag und willkommen im Spielparadies. Dann lass mal schauen. Sie können Ihr Glück im Spiel an den Tischen oder an den Spielautomaten versuchen. Ganz wie Sie wünschen. Alles klar, an den Tischen, an den Spielautomaten. Was haben wir hier? Was bist du? Hi. Kann ich den Automat verwenden? Was habe ich denn jetzt gemacht? Langsam,
Langsam. Was wird das jetzt? Hallo, Viech? Ah, ich glaube, das muss da reinfallen, wo ich hier gedrückt habe, oder? Ja. Falsche Seite. Gut, okay, alles klar. Das haben wir eine Chance von 1 zu 4. Was haben wir hier? Auch Chance 1 zu 4. Nimm mal dich. Was passiert? Okay, da habe ich auch verloren. Mann. So, wer bist du? Hi. Gewinnen Sie gerade? Gewinnen Sie gerade? Naja, man muss halt Geduld haben. Seit dem Fluch von Dark Monk, der uns dazu verurteilt, für alle Zeiten auf diesem traurigen Planeten unser Dasein zu fristen, verliere ich nur. Aber der Tag wird kommen, an dem ich gewinne. Ja, und deswegen bist du gerade hinter zu der Pflanze gelaufen und hast wahrscheinlich reingestrollert, oder? Eieieiei. Oder hast du da Geld versteckt? Ja, hier, 5 Slitos. Wir haben wieder 21. Alles klar. Wir müssen also mal gucken. Vielleicht das mit diesem Super-Jackpot knacken. Hi, wer bist du? Guten Tag. Stellen Sie sich vor eines der Geräte und werfen Sie Slitos ein, um zu spielen. Wenn Sie an den Münzautomaten spielen, können Sie den Super-Jackpot des Abends gewinnen. Dann haben Sie Zugang zu unserem ganz besonderen Zimmer. Zu einem ganz besonderen Zimmer. Okay, hier, dann. So, wer bist du noch? Guten Tag. Hier geschehen eigenartige Dinge. Ich bin mir absolut sicher, dass dieses Mistvieh abgerichtet ist. Alles klar. Da passieren seltsame Dinge. Aber die ignorieren wir. So, wer bist du? Hallo? Der redet nicht mit mir. Dann laufe ich dir über den Schwanz. So, bang. Hast du gesehen? Pech gehabt. So, hier hinten haben wir noch einen Kroko. So, wer bist du? Hi. Guten Tag. Stellen Sie sich vor eines der 4 Geräte und machen Sie Ihren Einsatz. Alles klar, nein, will ich nicht. Es hieß Super Jackpot, muss ich hier die Automaten hernehmen. Warte mal, wo geht's hier oben hin? Wahrscheinlich geht's dann zu einem ganz besonderen Raum. Ja, genau, hier. So schaut das mal aus. Ist aber abgeschlossen, das heißt, ich muss wahrscheinlich einen Schlüssel gewinnen. Den Super Jackpot Schlüssel! XXL Super Tuper! Geile Matico! Naja. Ah, 5 Slitos, das ist gut. So, dann schauen wir doch mal, wie viele Versuche habe ich? 26. Ja, da sollte doch was drin sein. 3, 2, 1 und... Hep, hep. Jo, Geld. Und wir haben 25 Slitos gewonnen. Alles klar. Hey, hopp. Und wir gewinnen gleich nochmal. Wollen wir gar nicht den Super-Jackpot, um den alten unten am Hafen zu bezahlen. Okay, das war eine Niete. Neue Runde, neues Glück. Dabbelab, dabbelab, dabbelab. Und. Nein. Wir brauchen die Schlüssel. Wahrscheinlich kriegen wir dann hier 1 Million Slitos und werden verkloppt. Yay! 25 Slitos! Alles klar. Okay, vielleicht brauchen wir den ja doch nicht. Und das reicht uns so. Wäre natürlich saugeil, weiß auch nicht. Weil ich habe halt... wir sind jetzt mittlerweile an einem Punkt vom Spiel, wo ich einfach nicht mehr wirklich alles weiß. Ich weiß, dass wir, glaube ich, in diesen Raum rein müssen. Ich weiß noch nicht, ob uns das was bringt. 25 Slitos! 94 haben wir. Das ist doch mal geil. Vielleicht müssen wir echt nicht mehr runter. Vielleicht ignoriere ich das auch einfach und gehe einfach so runter zu dem Kerl. Müssen wir einfach gucken. Was haben wir jetzt? Nix. Schaut aber generell gut aus. Ich bewege mich jetzt auch nicht irgendwie hin. Okay, das war gar nichts. Und jetzt könnten wir vielleicht wieder Slitos gewinnen, oder? Nein, das war nix. Ich habe aber Sorge, wenn ich mich jetzt irgendwo falsch hinstelle, dass ich vielleicht hier mein Glück wieder kaputt mache, dass ich halt gerade genau exakt perfekt stehe. Oder auch nicht. Meine Güte, Glücksspiel ist halt echt nix. Mann. Wobei, man muss schon sagen, er hat ja Glück in der Liebe. Er hat ja eine liebevolle Frau daheim, die ist schwanger und der Nachwuchs und alles. Also kann man ja sagen, hier Glück in der Liebe, Pech im Spiel, das ist in Ordnung.
Aber wir müssen ja spielen und dass wir hier weiter. Weil wenn man sich überlegt, was wir ja hier noch alles machen müssen. Ich meine, wir müssen die Magier finden, wir müssen die Kinder finden, wir müssen aufs Island CX, um hier die Reaktoren kaputt zu machen. Wir müssen Gasogen holen, um hier Baldino. Nicht Baldino, ich sag immer Baldino, um hier Jerome. Yay! Und da haben wir den Super Jackpot. Um hier Gasogen zu holen und. Meine Güte, wahrscheinlich müssen wir hier diesen neu auferstandenen Gott auch noch aufhalten. Ich habe keine Ahnung mehr. So. Da war die Tür wieder zu. Hallo? Hallo! Wer bist du denn? Willkommen, werter Herr, willkommen beim Glücksrad. Das Schicksal gibt Ihnen heute die Chance, den Super Jackpot zu gewinnen. Stellen Sie sich also neben das Rad auf die kleine Bühne hier und drehen Sie das Rad. Wer weiß, vielleicht ist das Glück Ihnen hold. Alles klar, alles klar. Der guckt so böse. Keine Ahnung, ich fühle mich irgendwie an das Krokodil von Peter Pan erinnert. So, komm, los geht's. What the fuck, hier. Aufs Maul. Nein, so, hier, komm. Schön mit dem Ball drauf. Okay. Das ist ja eine Überraschung hier. Wenn ich drehe, kriege ich aufs Maul. Aber der andere steht zum Glück so blöd im Weg hier, dass ich... 50 habe ich die gekriegt oder er? Ich glaube, die hat er gekriegt, der Affenarsch hier. Der Affenarsch hat mein Gewinn geklaut hier. Nein, geht mal gar nicht. Ich hau dir hier die Schuppen raus. Komm hier, zack, bum, bang. Das ist ja fies hier. Hier hätte man... Okay, krieg ich mal jetzt 100 dafür? Nö, 50. Boah, toll. So, alles klar. Was haben wir da noch? Da ist Wasser. Wo kommen wir denn da jetzt hin? Okay, hier kommen wir nirgends hin. Da kommen wir auch nicht hin. Da können wir noch nicht rüberfliegen. Ja, das ist eine Sache, an die ich mich erinnere. Wenn wir nämlich über so eine Kante runterfliegen mit unserem jetzigen Jetpack, fallen wir runter. Da brauchen wir die nächste Stufe des Jetpacks. Wo man da hinten hinkommt, weiß ich aber nicht mehr. So, alles klar. Wir haben 130, ist auch in Ordnung. Dann gehen wir jetzt halt so rein. Runter. Nicht rein, runter zum Hafen, meine ich. So, alles klar. Ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts gemacht. Ich möchte raus. Schnell. Ganz schnell. So, komm. Wenn Sie wünschen, kann ich Sie bis zum Ausgang des Casinos bringen, werter Herr. Ja, bitte. Einverstanden. Ich hab's nicht eilig. Nein. Alles klar. Guten Tag. Ja, guten Tag. Bitte, danke, gerne. Aber jetzt schauen wir uns hier noch um. Das haben wir jetzt vorhin nämlich auch nicht gemacht. Was haben wir hier oben? Da haben wir einen launartigen Baum. Als ob das Ding nach einem greifen will. Da kommt nichts raus. Hallo, Turi. Bleib mal stehen. So, komm her. Hi. Guten Tag. Ich habe gehört, dass auch unter der Gaswolke Zähliger leben. Ich frage mich, wie man dorthin kommt. Ja, das ist eine gute Frage. Wait, was ist denn das? Hi. Warte mal, hier haben wir... Das sieht nach Karte aus. Vielleicht kann ich mir die abzeichnen. Hallo. Sie befinden sich im Stadtzentrum von Utringal. Von Utringal. Alles klar. Sehr neblige Gegend. So, wer bist du? Hi. Guten Tag. Ich bin aus dem Gebiet unter der Gaswolke. Ich habe den Aufzug genommen, der bis zur Plattform der Bifiden führt. Und das extra, um hierher zu kommen und der Zeremonie von Dark Monk beizuwohnen. Alles klar, die gehen hier... Die Zeit naht! Anlässlich der nächsten Zeremonie wird unser wiedergeborener Gott, Dark Monk, die vier Schlüssel der vier zähligen Rassen zusammenführen. Dann wird sich die Erde öffnen, das Gas und die Monster werden verschwinden und mit ihnen auch der Fluch. Und dann werden wir wieder auf unserem Planeten zählig, wie einst, in Frieden leben und sterben können. Alles klar, der predigt hier ganz schön. Wobei ich das Symbol im Hintergrund eigentlich recht cool finde. Da ist gerade die Giraffe so zur Hälfte verschwunden. Okay, hier sieht man sonst nichts mehr.
Was haben wir sonst noch? Da drüben haben wir jetzt noch hier... Schaut nach einem Raum aus, oder? Ein Haus, whatever. So, was haben wir hier? Komm. Hallöchen. So, wer bist du? Hallo. Guten Tag. Greifen Sie zu, mein Herr. Meine Nachrichten sind immer frisch. Die neue Tagesausgabe. Na los, kaufen Sie eine. Die sind immer ganz schnell weg. Nein. So, hi, wer bist du? Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, jawohl. So. Na, guck mal, hier haben wir noch jemanden. Hi, wer bist du? Guten Tag. Ich hätte diesen Werbefilm für CDs nicht ansehen sollen. Da stimmt ja aber auch gar nichts drin. Die Wachablösung ist eine grässliche Zeremonie. Den Kaiser sieht man auch nie. Das Casino ist ein Beschiss. Auf unsere Freundschaft können Sie sich verlassen. Ja, von wegen. Mistkerl sind das allesamt. Ja, auf jeden Fall. So. Kann ich da runter? Ja. Ah, so geht das. Okay, wo sind wir jetzt gelandet? Hallo? Hey, bleib doch mal stehen, ich will reden. Hallo? Stopp. Hi. Ja, genau. Du. Guten Tag. Willkommen in Utringal. Ich wünsche Ihnen einen schönen Urlaub. Ja, ich mache Urlaub, genau. Ich bin kein Verbrecher, den ihr sucht oder sowas. So, was haben wir hier? Kann ich da eigentlich dran hüpfen? Jawohl, kann ich. Dann schauen wir aber raus. Ich weiß nämlich nicht, wo wir jetzt sind. Hallo? So, was haben wir jetzt? Was haben wir hier? Hallo, Buffy? Ach, so ein Hundetrainingsdingens. Alles klar. Das ist der ja fleißig. Ah, jetzt sehe ich nichts mehr. Verdammt. So, was haben wir hier? Oh, warte mal. Hier ist ein Panzer. Ach, waren wir nicht hier mal gefangen gewesen? Ich gehe mal, bevor die sich an mich erinnern. So, hier ganz sportlich. Eigentlich will ich zu dem Alten hier an den Hafen zurück, weil der mir für 100 Slitos was erzählt, wie wir da zum Eiland CX kommen. Alles klar. Guck mal, da kommt gerade mein Aufzug. Perfekt, den nehmen wir. So, auf normal geschalten. Fahre er bitte hoch. Danke. So, sehr schön. Man muss da, glaube ich, echt aufpassen, dass man nicht einfach rausfällt. So. Genau, jetzt waren wir wieder hier. Dann müssten wir über die Brücke rüber, links rum, dann runter und dann sind wir wieder am Hafen. Weil man von unten ja gar nicht hinkam, ne? Da waren wir jetzt hier einfach in einem anderen Gebiet. Achso, warte mal, Holokarte, da könnt ihr ja mal gucken. Ja, da sehen wir das ja. Wo waren wir denn? Also wir waren da unten. Da sieht man auch den Hundeplatz und so, alles klar. Da ist der Flughafen oder das Flugdeck. Und da oben konnten wir nicht hin, in die Oberstadt hieß es. Alles klar, aber dann gehen wir hier mal zum Hafen dann, beziehungsweise können wir mal gucken. Was haben wir denn hier? Da haben wir Insel der Befieden. Was haben wir? Oh Gott, das finde ich, die Steuerung ist schlimm. So, da haben wir hier was. Da haben wir was. Also wir haben hier einen ganzen Haufen mehr Inseln als jetzt bei uns daheim, auf unserem Planeten, auf Twinsoom. Aber das ist okay, das ist okay. Hier sind ja auch überall Plakate von dem Dark Monk. Welches? Hallo? Bleibst du denn hängen? Okay, der will also mittig hier den Weg runter. Alles klar. So, jetzt. Hallöchen. So. Sprich mit mir, alter Mann. Können Sie mich auf das Eiland CX bringen? Mal sehen, vielleicht. Ich könnte Ihnen vielleicht schon was dazu sagen, aber das wird nicht billig. So um die 100 Slitos. Aber nur, weil Sie es sind. Alles klar, da kriegst du mal. Einverstanden. Ich kenne da jemand, der zurückgekehrt ist. Er verkauft heute Souvenirs auf dem Eiland der Feste. Vielleicht kann ich Sie ja dahin bringen. Na, was soll's. Weil Sie es sind, bringe ich Sie umsonst hin. Also, dann mal rauf auf meine gute alte Leontine. Leontine! Alles klar. Also, da ist einer zurückgekommen, der verkauft Souvenirs. Alles klar, das klingt nach einem verrückten Alten. Vor allem, wenn der mich da hinbringt, will ich gar nicht wissen, wie... Hallo? Können Sie mich auf das Eiland CX bringen? Kann ich...
Ich habe da jetzt Angst, runterzufallen. Ah, oder so. Geht auch. Oh Gott, guck mal, wie das Ding schaukelt. Oder wird jetzt mal schlecht werden? Ganz ehrlich, hin und her, rum und numm, ist auch nicht dumm. Alles klar, so ein bisschen über den Nebel. Das schaut schon sehr krass cool aus. So, alles klar, wo sind wir denn hier gelandet? Also, wenn man sich das Ding jetzt mal anschaut, wie das Ding hin und her wackelt, das ist ja grauenhaft. So, der da unten schaut aus wie ein ausreichender Spinner. Hier ist es, mein Junge. Er ist ganz leicht zu finden. Er verkauft Souvenirs. Ach, nee. Gut, okay, alles klar. Da ist hier ein Militärwürstchen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob der mich erkennt oder nicht. Hallo? Der haut ab. Wie soll ich denn da wieder rauskommen? Oder gibt's da noch mehr? Alles klar. Gut, okay. Wir gucken mal. Hi. Ich halte mich schon mal bereit zu schießen. Also ich habe einen Ball schon mal hier, warte mal, genau, da. Schon bereit, hi. Der Twinsonia ist entkommen! Alarm, Alarm, haltet den Mörder! Alles klar, er erkennt mich, so. So, voll auf die 12. Gut, okay. Der andere bleibt hier schön an dem Verkäufer hängen, wie auch immer. Ja, komm her. Jawohl! Und gleich noch einen. So. Du siehst... Ich weiß nicht, ob du mir Verkäufer bist oder ob du mir hier deine Religion aufzwingen willst. Sind Sie der, der lebend vom Eiland CX zurückgekehrt ist? Nein, nein! Das bin ich nicht! Hilfe! Hilfe! Polizei! Haltet den Mörder! Ich bin doch kein Mörder. Hallo, entspannt euch, Leute. Mann, 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 jeder hält mich für einen Mörder. Dabei habe ich doch gar nichts gemacht. Ich bin doch so ein lieber Kerl. Ich habe jetzt gerade zwei militärische Wachen getötet. Ja, aber deswegen bin ich noch kein Mörder. So. Bist du der, der zurückgekehrt ist? Oder du? Ihr seid aber, schaut eher nach Touristen aus. Guten Tag. Dieser Tempel ist Dark Monk, dem Gott der Zelicher geweiht. Anscheinend wurde er vor kurzem wiedergeboren und hat versprochen, bei der nächsten religiösen Zeremonie den Fluch zu heben, der auf Zelig lastet. Okay. Guten Tag. Anscheinend führte der Weg früher ganz um den Krater herum und die Leute kamen, um Kristalle zu sammeln. Heute ist der Weg abgeschnitten. Ich glaube nicht, dass sich da noch jemand hinwagen würde. Alles klar. Da gibt's Kristalle. Es hieß doch vorhin mal, der Kraftstoff wird aus den Kristallen gewonnen, ne? Haben wir hier noch jemanden da? Du schaust mal nach Souvenirverkäufer auch. Du schaust auch ausreichend lediert aus. Hi. Sind Sie der, der lebend vom Eiland CX zurückgekehrt ist? Ja, ich bin's. Oder zumindest das, was von mir übrig ist. Was wollen Sie? Und was gibt es dort zu sehen? Was ich dort gesehen habe... Eine geheime Festung habe ich gesehen. Eine Festung, die die Regierung gebaut hat, wo die Armee-Raumschiffe landen und auf alles schießen, was sich bewegt. Keine Ahnung, was die dort verstecken, aber sie wollen offensichtlich nicht, dass es bekannt wird. Tja, und das erfordert eben einigen Aufwand. Und wie komme ich dahin? Das soll wohl ein Witz sein. Da kommt keiner ran. Die einzigen, die verrückt genug wären, sowas zu probieren, sind die Männer von Rick. Rick ist der Wirt von der Kneipe am Hafen. Aber er ist noch mehr. Er steuert nämlich alle dunklen Geschäfte von Utringal. Den können Sie fragen. Vielleicht hilft er Ihnen ja. Alles klar, wir müssen zurück in die Kneipe. Gut, okay, alles klar. Ja, schauen wir hier hinten noch, ob wir da noch irgendwas haben. Da fliegt zumindest hier Klump und Zeug. Komme ich hier vorbei. Ohne, dass ich hier gleich sterbe. Ups. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Wir haben nämlich echt die Befürchtung, wenn ich jetzt nicht aufpasse, sterbe ich. Okay, warte mal. Schaut doch nach Treppe aus, ne? Ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich das überlebe, aber ich versuche da mal rüber zu springen. Warte mal mit Anlauf. So. Komm, geh nochmal hin. Genau. So. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. So, also sportlich. Zack, meine Herr. Boah.